herzlich willkommen bei Damals, dem neuen Geschichtsmagazin von Münster Medien. Mein Name ist Marc, der moderationsautomatische Robotercode. Ich werde euch durch die Sendung führen. Ich bin darauf programmiert, hunderte Moderationsfloskeln auf alle denkbaren Themen anzuwenden. Auch heute haben wir wieder einen bunten Strauß spannender Themen für euch vorbereitet. Den Anfang macht ein Beitrag aus dem LWL-Museum, wo derzeit eine Ausstellung über Propaganda im Ersten Weltkrieg stattfindet. Wir waren für euch vor Ort und haben uns dort einmal umgesehen. Mats, ab! Ja, also genau vor 100 Jahren, im Herbst 1915, wurde klar, dass der Krieg nicht ein Krieg nach konventionellem Muster ist, wie 1870 ansieht, kein Feldzug, sondern es wird ein Vernichtungskrieg, der sich festgefressen hat, in diesen Graben kämpfen. Also Plakate vor 100 Jahren hatten fast noch einen Monopolanspruch. Also es gab ja nicht die elektronischen Medien, der Film, der flackerte so vor sich hin. Plakate sind, sagen wir, verdichtete Bild-Text-Telegramme oder Botschaften. Die ein Plakat bringt komplizierte Zusammenhänge manchmal mehr auf den Punkt als 100 Worte oder 1000 Worte oder ein ganzer Roman. Eigentlich jedes Plakat kann eine Geschichte erzählen, aber diese hier ist besonders makaber. Der schwärzeste Tag des Ersten Weltkriegs war der 1. Juli 1916, an den dieses Plakat erinnern soll, wo 50.000 alliierte Soldaten, hauptsächlich Engländer, gefallen sind an einem Tag für einen Streifen Geländegewinn. Also auf Deutsch gesagt, der Wahnsinn schlechthin. Jeder denkt, ich dachte das auch, es wäre an sich ein Antikriegsplakat. Ein Soldat sitzt in so einem, ja, wie auf so einem Gemälde von Caspar David Friedrich, guckt in die Landschaft, ist melancholisch, denkt nach, hier liegen seine toten Kameraden. Es ist aber ein Tourismusplakat, es ist ein Reiseplakat. Die französische Nordbahn lädt also Leute ein, die Schlachtfelder zu besichtigen. Viele Verwandte suchten nach Spuren ihrer getöteten Angehörigen. Es wurde sozusagen auch ein Geschäft. Wenn man sich dieses zum Beispiel anschaut, Deutschlands Schicksal in einem zukünftigen Krieg, das ist 1918 verteilt worden, offenbar auch in Münster. Münster ist in der Zone der Vernichtung der alliierten Bomberflotte. Hier sieht man also auch eine Zukunftsvision, wie das Ruhrgebiet in einem Bombenangriff aussehen würde. Wie gesagt, 1918. Auf einzelnen Plakaten wird vom Ersten Weltkrieg gesprochen. Da fragt man sich, waren das Propheten, woher wussten die, dass ein zweiter Weltkrieg folgen würde. Also im Grunde genommen, dieser Krieg hat fast noch mehr Probleme aufgeworfen. Der Frieden hatte kaum eine Chance. Also Propaganda kann Kunst sein und das ist das Gefährliche. Wir wollen ja in dieser Ausstellung nicht Kriegspropaganda machen, sondern wir wollen sie zeigen und auch brechen durch diese endlosen Listen, die das Militär herausgeben musste, als Todesverlustlisten. Es gibt ja 9 Millionen Einträge auf diesen Listen und die begleiten die ganze Ausstellung quasi als Widerspruch. Oder wir haben sehr viele Plakate oder Ankündigungen auch gegen die unerhörte Grausamkeit gegenüber Zivilisten im Ersten Weltkrieg. Also wir nehmen das sozusagen die Botschaft nicht als solche hin, sondern wir wollen sie brechen. Also wir sind natürlich nach 100 Jahren schlauer und sagen, also auf solche Propaganda oder solche naive Sprache fallen wir nicht mehr rein. Die heutige Propaganda ist ja noch viel raffinierter, die wir gar nicht merken. Also ich möchte eigentlich, dass die Sinne, dass der Kopf geschärft wird, diesen Dingen gegenüberzutreten und dieser unerhörten Macht der Medien eben auch durch Witz und durch Gegenbeispiele also auf die Schliche zu kommen. Aber wenn man durch die Ausstellung geht, kriegt man einen Schrecken, wie vieles eben eigentlich noch uns 100 Jahre später genauso beschäftigt wie 1914 und 1918. Den nächsten Beitrag zeigen wir aus aktuellem Anlass noch einmal, da er zuletzt mit dem LFM Bürgermedienpreis 2015 ausgezeichnet wurde. Er handelt von einer jungen Familie, die vom Ersten Weltkrieg auseinandergerissen wurde und einander verzweifelte Briefe schrieb. Marie und Otto, Eltern eines kleinen Sohns, erzählen sich von den Entbehrungen und den Schmerzen, die der Kampf an der Front und die Entfernung von ihren Lieben mit sich bringt.
Ihre Briefe sprechen für sich. Liebste Marie, ich bin in Verdun angekommen. Ich konnte bereits auf der Fahrt einige Kameraden kennenlernen. Die meisten sind wirklich gute Burschen. Mit uns und den anderen Kompanien kam auch neue Verpflegung nach Verdun. Es wird hier gut für uns gesorgt. Jeder Soldat hat eine festgelegte Essensration, auch an Kaffee und Zigaretten mangelt es hier nicht. Neben 750 Gramm Brot haben wir auch 375 Gramm gefrorenes Fleisch bekommen. Mit Gustav, meinem Kameraden, habe ich Zigaretten gegen Kaffee getauscht. Auf der Fahrt gingen Gerüchte um, dass es an der Front unheimlich sein soll. Ich vermisse dich und werde dir so bald wie möglich schreiben. In Liebe, Otto. Geliebter Otto, du bist zwar noch nicht lange fort, aber deine Abwesenheit betrübt mich zutiefst. Ich kann dich beruhigen, die Berichterstattung hat gemeldet, dass unsere Männer an der Front erfolgreich sind. Vor allem wurde der Mut und Einsatz deiner Kameraden betont. Mach dir keine Sorgen um unseren Sohn, ich werde mich gut um ihn kümmern. Er vermisst dich zwar sehr, aber er ist ebenso stolz auf dich. Ich freue mich jetzt schon auf deinen nächsten Brief. In Liebe, Marie. Meine süße Marie, ich habe nun meine ersten Einsätze an der Front geleistet. So ein Szenario habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Einen wirklichen Schutz gibt es für uns nicht. Der Schützengraben ist zwischen den unzähligen Granatlöchern kaum zu erkennen. Ich fürchte mich, Marie. Morgen soll ich das erste Mal den Mörser betätigen. Allein das Geräusch ist unheimlich. Vor allem nachts ist es unerträglich. Das nicht endende Trommelfeuer, die Schreie der Verwundeten und der modrige Geruch des Bunkers rauben mir jeglichen Schlaf. Ich werde mich schnellstmöglich bei dir melden. Grüß unseren Sohn von mir. Ich liebe dich, Otto. Liebster Otto, ich kann kaum glauben, was du mir schreibst. Die Berichterstattung hier meldet nichts von diesen Grausamkeiten. Unser Sohn und ich machen uns schreckliche Sorgen um dich. Bitte spiel nicht den Helden an der Front. Wir beten jeden Tag für dich, dass Gott dir beisteht und du unbeschadet zu uns zurückkehrst. In Liebe, deine Marie. Meine Marie, lang ist es her, dass unsere kleine Familie sich gesehen hat. Ich wünsche mir nichts sehnlicher als dies. Es wird von Tag zu Tag schrecklicher. Die Zahl der Verwundeten steigt stetig. Das Trommelfeuer donnert beinahe ununterbrochen. Zudem kommt noch der Einsatz von Giftgas, welcher mehr als heimtückisch und beinahe kaum zu kontrollieren ist. Seit Tagen habe ich keine nahrhafte Mahlzeit bekommen. Mittlerweile strecken wir selbst das Brot mit Sägespäne, um satt zu werden. Marie, wie gerne würde ich in deinen Armen liegen und mich sicher fühlen. In Liebe, Otto. Liebster Otto, seit deinem letzten Brief kann ich nachts kaum schlafen. Solche Sorgen mache ich mir. Es gehen Gerüchte um, dass deine Kompanie starke Verluste erlitten hat. Ist das wahr? An keinem Ort habe ich mehr Ruhe. Meine Gedanken sind stets bei dir. Ich wünsche mir, dass dieser Wahnsinn so schnell wie möglich vorbei ist und ich dich in meine Arme schließen kann. Bitte antworte, sobald es geht. Gruß und Kuss auch von deinem Sohn, Marie. Liebster Otto, Wochen sind vergangen, seitdem ich dir auf deinen Brief geantwortet habe. In der Zwischenzeit nahm das Leben hier seinen normalen Lauf, doch ich träume jede Nacht von dir. Wie du vor mir stehst und wir wieder vereint sind, wie damals. Dein Sohn hat angefangen zu fragen, wo du bist. Ich beruhige ihn mit Worten über dein vermeintliches Heldentum und deine Tapferkeit. Ich erbitte bei Gott alles Gute für dich und hoffe, dass du doch vielleicht eines Tages nach Hause kommst und mit deinem Sohn spielen kannst. Ein schmerzliches Lebewohl an dich, mein innig geliebter Otto. Deine Marie. Seit dem Mittelalter gibt es in Münster das Amt des Türmers. Im Kirchturm von St. Lamberti hielt er nach Feuern Ausschau und blies auf seinem Horn zur halben und zur vollen Stunde. Seit einiger Zeit trägt erstmals eine Frau dieses Amt. Wir haben sie an ihrem Arbeitsplatz in luftiger Höhe besucht. Fast so alt wie das Gebäude ist er, der Beruf des Türmers. Seit 1379 ertönt vom Turm der Lamberti-Kirche sein Hornsignal. Am 1. Januar 2014 hat erstmalig eine Frau dieses Amt übernommen. Das blieb auch in der Nachbarschaft nicht unbemerkt. Hallo, wir sind Philipp und Julian und studieren hier in Münster und wollten heute mal der Türmerin auf dem Lamberti-Kirchturm da oben Brot und Salz vorbeibringen, denn die ist jetzt unsere Nachbarin. Ja, so ist es alte Tradition hier im Münsterland und weiter bisher auch nicht. Auf geht's! Eigentlich ist der Kirchturm für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Aber als unmittelbare Nachbarn hat die Stadt für uns heute eine Ausnahme gemacht. Hallo, wir sind Philipp und Julian, Ihre Nachbarn. Hallo, zum Einzug haben wir Ihnen Brot und Salz mitgebracht. Wow, ich freue mich, danke schön. Kommt doch rein.
Danke. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Gespannt folgen wir der Türmerin die 302 Stufen der alten Wendeltreppe hinauf. Der Ausblick ist atemberaubend. Boah. Die Stadt liegt einem zu Füßen. Über den Dächern von uns. Und wenn wir da vorne rausgucken, da müssten wir auf unsere Terrasse gucken können. Wie sehen Sie denn heute Ihre Aufgabe als Türmerin? Braucht man noch eine Türmerin? Unbedingt. Ich finde das erstmal toll, weil es ist ja meine Stelle. Nein, und dann ist es ganz einfach so, mich interessiert Tradition und Brauchtum und Münster ist ganz weit vorne. Münster hält die Tradition sehr weit oben, das sieht man an jeder Ecke. Und eine Türmerin braucht man deswegen eben aus Traditionsgründen und ganz praktisch auch, seit dem Mittelalter ist es ja die Aufgabe, nach Bränden Ausschau zu halten. Einmal habe ich schon einen Brand entdeckt, den hat vorher keiner gesehen. Und mein Vorgänger, der hat während seiner 20-jährigen Amtszeit mehr als 20 Brände entdeckt. Es macht also nach wie vor Sinn, von hier oben kann man sehr weit gucken, einen Türmer einzusetzen als Auge der Feuerwehr. Aber ist es nicht schade, dass nicht Münsteraner auch hier hoch können mit Ihnen zusammen, so, dass das quasi Teil der Stadtführung ist oder so? Das ist schon sehr schade. Ich würde eben dieses Glück, was ich hier oben erfahre, würde ich auch sehr gerne teilen mit sehr vielen Menschen. Es ist aus versicherungsrechtlichen Gründen. Wenn man die Treppe gesehen hat, kann man sich das vorstellen, warum es nicht erlaubt ist. Man muss nur einer mal umknicken und wer soll das bezahlen? Doch auch als Türmerin ist es nicht immer angenehm, auf den Turm zu steigen. Beispielsweise, wenn der Blitz einschlägt, wie im Juli 2014. Unter normalen Wetterbedingungen vermittelt die Turmstube jedoch eine behagliche Atmosphäre. Und so erzählt uns Frau Salje noch Anekdoten über Till Eulenspiegels Streiche als Türmer, tiefe Blicke des Turmfalken und die Verfolgung der Fußball-Weltmeisterschaft vom Turm aus. Das Türmerinnen-Dasein erweist sich dabei als inspirierende und erheiternde Angelegenheit. Ich kann es nur jedem empfehlen, baut euch einen Turm, habt Spaß. Sei dein eigener Türmer. Genau. Und wenn man keinen physischen Turm hat, dann empfehle ich immer diese kleine mentale Übung, dass man sich vorstellt, man besteigt einen Turm. Mit jeder Stufe entfernt man sich mehr von den Problemen des Alltags. Das ist einfach eine schöne Vorstellung. Und das machen Sie ja jeden Abend. Ja, ich habe es hier tatsächlich greifbar. Und alles formatiert sich neu mit Blick von oben. Wenn zukünftig das Hornsignal erschallt, wissen wir also, dass es sich um keine Autoalarmanlage handelt, sondern eine kleine Gestalt weit oben in den Lüften über unsere Sicherheit wacht. Ja, vielen Dank, es war ein schöner Abend mit Ihnen. War sehr nett. Dankeschön, noch einen schönen Abend. Ja, lassen Sie sich das Brot schmecken. Danke, tschüss. Ciao. Tschüss. Ja, und das war unser Besuch bei der städtischen Türmerin von St. Lamberti. So, das war's für heute von damals. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.